Hey, willkommen in der neuen Videokategorie Du fragst, ich antworte. Einmal die Woche werde ich mir jetzt Zeit nehmen und ein paar der Kommentare unter den Videos raussuchen und beantworten. Allerdings haben wir folgende Regel und zwar immer unter dem neuesten Video innerhalb der ersten 24 Stunden. Wenn du dort deine Frage drunter haust, hast du wirklich die besten Chancen, dass wir dich reinnehmen hier. Wenn du so eine Frage hast, dann hau sie mir einfach immer unter mein neuestes Video. Derzeit ist das wahrscheinlich dieses Video, wenn du das gerade hier siehst, aber künftig einfach immer unter das neueste Video in den ersten 24 Stunden und dann lese ich mir das alles durch und nehme mir einfach ein paar der besten Fragen raus und beantworte das Ganze. Kommen wir direkt zum ersten Kommentar. Captain, geiler Username by the way, fragt, wie bekommt man als super unerfahrener Mann Ende 20 die Versagensangst in den Griff? Es geht schon mit den Gedanken los, was, wenn mein Kurs schlecht ist? Okay, Meister, also so geil dein Username ist, so traurig ist leider wahrscheinlich deine Geschichte, ne? Aber keine Sorge, Hoffnung naht. Schau mal, die Sache ist die, wenn du mit Ende 20 noch sich so Sachen fragst wie, was, wenn mein Kurs schlecht ist, dann, das sind so Fragen, die stellt man sich eigentlich so mit 13, 14, 15, wo man irgendwie so seine ersten Erfahrungen mit Frauen macht, ne? Und das bedeutet, du hast wahrscheinlich bis heute einfach wirklich gar nichts in der Hinsicht erlebt. Und das heißt auch wiederum, aus der Erfahrung heraus kann ich dir sagen, wenn ich mit meinen Klienten oder mit Leuten, die es werden wollen, spreche und die mir sowas erzählen, so mit Ende 20 einfach noch gar nichts erlebt, dann kann ich dir einfach meine Hand ins Feuer dafür legen, dass da eine von zwei Sachen vorgefallen ist. Erste Sache ist, das sind die Jungs, die einfach sehr, sehr viel Zeit daheim im Keller verbracht haben oder daheim im Zimmer und einfach nur Counter-Strike oder World of Warcraft oder sonst irgendwas gezockt haben, während die anderen da draußen waren und ihre ganzen Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, wenn das bei dir zutrifft, wenn das der Fall ist, mein Lieber, dann kann ich dir sagen, du musst einfach rausgehen und musst wirklich massenweise Frauen ansprechen. Du musst massenweise wirklich Erfahrungen überhaupt nachholen, Interaktionen nachholen. Denn der Grund, warum du heute noch an diesem Punkt stehst, liegt im Normalfall wirklich daran, dass du dich da nie mit befasst hast. Weil die ganzen Typen, die einfach das normal erlebt haben, ne, was haben die gemacht? Die sind einfach in der Zeit, wo du da gesessen bist und dann gezockt hast, sind die rausgegangen, haben Frauen kennengelernt, ne, wenn auch teilweise durch Zufall, haben ihre Erfahrungen gemacht. Und so ist das Ganze dann auch zustande gekommen, dass die heute nicht mehr unerfahren sind. Ja? Und ey, du musst dann einfach fast 10 Jahre nachholen. Ja? 10 Jahre, in denen andere Leute mit Frauen wirklich interagiert haben, Gas gegeben haben, irgendwelche Sachen erlebt haben. Das hast du nicht gemacht. Das heißt, du hast das jetzt noch nicht drauf. Da führt auch kein Weg dran vorbei, als wirklich dir selber zu sagen, ey, wenn ich in diesem Bereich meines Lebens nicht als eiserne Jungfrau sterben will oder wenn ich nicht einfach weiter in dieser Situation bleiben will, wo ich keine Erfahrungen habe, Dude, dann musst du einfach diese Sache nachholen. Da hilft nichts dran. Ja? Und die andere Möglichkeit ist einfach die, dass du damals in der Schule nicht wirklich beliebt warst. Ja? Das heißt, du warst nicht zu Hause und hast die ganze Zeit nur gezockt oder vielleicht auch beides, das ist dann auch nicht besser, aber du hast halt einfach irgendwie keine Freunde gehabt und dann musst du im Normalfall Folgendes erstmal tun. Du musst erstmal loslassen von der Vergangenheit. Ja? Klar, ist scheiße, was dir damals alles passiert ist, ne? Ob du gehänselt wurdest, ob du ausgeschlossen wurdest, ob du gemobbt wurdest, das ist alles scheiße. Ja? Aber wenn du die ganze Zeit nur an deiner Vergangenheit festhältst und in den Rückspiegel schaust, ne, was passiert dann, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, du bist mit Vollgas unterwegs, willst wirklich in dein neues Leben starten, ne, wenn du nach hinten schaust, baust du höchstens denselben Unfall, den du da hinten sehen kannst. Das heißt, schau nach vorn. Ja. Lass los, was mit dir gemacht wurde, lass los, was damals gewesen ist und übernimm Verantwortung. Was meine ich damit? Schau mal, warum werden Kinder, wenn sie in einer Schule gemobbt werden oder ausgeschlossen werden, wenn sie umziehen und in eine neue Schule kommen, wieder gemobbt? Liegt das daran, dass die ganzen anderen Kinder Arschlöcher sind? Nicht wirklich. Ich meine, klar, wir Menschen sind immer so, dass wir uns in eine Hierarchie einordnen, wenn wir Leute treffen oder wenn wir uns mit Leuten irgendwo in einem Gefilde bewegen. Also das heißt, in einer Schulklasse, in deinem Arbeitsumfeld, wenn du dich in deinem Freundeskreis bewegst. Es ist automatisch so, dass du immer irgendwo in dieser Hackordnung eingeordnet wirst auf Basis von deinem Verhalten. Und wenn du einfach so bist, dass du, oder so warst früher, ne, dass du einfach es mit dir machen lässt oder dass die Leute halt merken, ey, mit dem kannst du es anstellen, der wehrt sich nicht oder der ist einfach jemand so, der reagiert ein bisschen weird, der hat es einfach nicht drauf, mit Leuten normal zu interagieren. Was passiert? Du wirst das Opfer. Ne? Das heißt, übernimm die Verantwortung. Ja? Klar ist scheiße, was die Leute gemacht haben, aber in dem Fall musst du einfach für dich selber sehen, du hast dazu beigetragen, indem du einfach nicht wusstest, damals vielleicht einfach, weil du Pech hattest, weil man es dir nicht beigebracht hat oder weil du einfach weil du da so reingerutscht bist. Ne? Weil du es nicht wusstest, wie man sich wehrt oder wie man sich verhält oder wie man so auftritt, viel eher, dass die Leute dich auch respektieren. Heißt, auch das musst du dann heute nachholen, wenn das mit dir so gelaufen ist. Bedeutet einfach, du musst dich mit der Sache befassen, du musst dich mit sozialen Dynamiken befassen, du musst verstehen, worauf kommt es eigentlich an? Wann sehen mich Leute wirklich als jemanden, den sie oben in der Hierarchie einordnen und wann sehen sie mich als jemanden, den sie einfach nur ignorieren, loswerden und mit dem sie nicht reden wollen? Und dazu musst du einfach verstehen, weißt du? Mit jeder deiner Kommunikation oder mit jeder deiner Kommunikationen, mit allem, was du tust, mit allem, was du sagst, sendest du auch gleichzeitig irgendwo
auf einer unbewussten Ebene, die die Leute aber trotzdem wahrnehmen, sendest du einfach aus, wie viel Status hast du. Ja? Und damit meine ich nicht den Status im Sinne von, wie viel Cash hast du oder sonst irgendwas, sondern den sozialen Status, das heißt in Relation zu deinem Gegenüber. Ja? Wo stehst du dort? Wo siehst du dich dort? Das ist zum Beispiel einer der Gründe, wenn du nicht in der Lage bist, Leuten in die Augen zu gucken, wenn du mit denen redest, ja? Wenn du die ganze Zeit wegguckst, was passiert? Ja? Die Leute denken sich, okay, der Typ ist irgendwie unsicher. Warum bist du unsicher? Weil du dich selber einfach nicht als würdig siehst. So, das ist einfach die Interpretation, die zumindest unterbewusst stattfindet. Und wenn das der Fall ist, dude, dann nimmt dich einfach keine Sau wirklich ernst. Dann nimmt dich keine Sau wirklich wahr. Und dann hast du das Problem, dass du einfach an diesem Punkt, an dem du, den du gerade geschildert hast, weiter bleibst. Heißt also, ja, ich weiß, du wolltest wahrscheinlich so eine Antwort wie, yo, du musst einfach nur an das und das denken, wenn du mit der Frau redest. Oder du musst an das und das denken, wenn du die Frau küsst. Ja? Aber die Wahrheit ist einfach, du musst massiv was nachholen. Ja? Du musst einfach massiv dich mit der Sache auseinandersetzen und einfach sagen, das ist meine Priorität in meinem Leben. Ich gehe das an. Ansonsten, ja, realistische Ratschläge, die ich dir gebe. Ich erzähle dir nicht irgendeinen Feelgood-Scheiß. Ja? So, hey, mach einfach das, dann fühlst du dich gut und dann wird das schon klappen. Nein, Mann. Aus der Erfahrung heraus musst du richtig irre viel nachholen, weil du einfach die letzten Jahre in dieser Sache verkackt hast. Dem musst du ins Auge sehen, dann musst du die Verantwortung übernehmen, dann musst du es zu einer Priorität erklären. Und dann kannst du auch was dran ändern. Und dann, hey, ganz ehrlich, ich habe immer wieder Klienten, die kommen zu mir, sind zum Beispiel mit 23, 24 oder 28 einfach noch unerfahren mit Frauen, haben da nichts erlebt. Und dann werden die einfach mal komplett umgekrempelt. Ja? Und dann landen die auch mal eben schnell mit ein paar Frauen in der Kiste. Und das ist gar kein so ein Thema. Und dann kriegen die auch ihre Freundin. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Aber die müssen sich den Arsch dafür aufreißen. Und zwar viel mehr als jemand, der schon viele Erfahrungen gesammelt hat und der nicht so viel Mist gebaut hat in diesem Bereich in seinem Leben in den letzten Jahren. Also, yo, by the way, wenn du meine Hilfe brauchst, du weißt, wo du sie findest, ne? Du kannst sie einfach unten hier, kannst du hier reinklicken in den Link, den wir in der Beschreibung haben oder irgendwo in diesem, auf diesem i, was wir am Ende des Videos meistens einblenden und dann können wir auch drüber reden, wie wir dich da hinkriegen, wenn du es nicht alleine schaffst, ja? Auf zur nächsten Frage. David Fritzler fragt, hast du erste gute Gesprächsthemen, die du jedem empfehlen kannst? Ja, also die Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt, aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, wenn du die Frau gerade zum allerersten Mal kennenlernst, dann geht es nicht so wahnsinnig darum, dass du irgendwie das perfekte Thema hast, so wie das die meisten Leute denken, ja? Sondern es geht darum, wie du mit ihr sprichst. Ja? Das heißt, das Beste, was du eigentlich tun kannst, ist, du findest was über die Frau raus. Ja? Weil du triffst sie gerade zum allerersten Mal. Ja? Und du kannst natürlich dann zu ihr hingehen und sagen so, hey, was hältst du eigentlich von den Handelsbeziehungen zwischen China und den USA? Ja, wenn das ein gutes Gesprächsthema wäre. Aber es ist einfach nur total langweilig, wenn du mit einer Person dann über ein Thema an sich sprichst. Worüber die Leute wirklich sehr, sehr gerne sprechen oder was dann auch wirklich Emotionen bei der Frau auslöst in dem Moment, ist einfach, wenn du über sie selbst sprichst, wenn es um sie geht oder wenn es um irgendwie um dich geht. Ja. Und das Einfachste und Beste, was du einfach machen kannst, ist, wenn du der Frau einfach erstmal relativ schnell sagst, warum du sie überhaupt ansprichst, dass du sie heiß findest oder dass du sie gut findest oder was auch immer es in dem Moment ist. Ja. Und dass du dann einfach so ein kleines bisschen was über sie rausfindest, wie zum Beispiel, ey, was machst du denn eigentlich gerade so? Warum bist du hier? Oder mit wem bist du sonst normalerweise unterwegs? Oder was machst du so im richtigen Leben? Ja. Und dann ergeben sich ja die Themen sowieso. Denn die eine wird dir sagen, sie ist eine Krankenschwester, die nächste wird dir sagen, sie ist irgendwie eine Buchhalterin, die nächste wird dir sagen, sie arbeitet irgendwie, keine Ahnung wo. Ne? Und das bedeutet, allein dann sprichst du ja schon mit ihr über dieses Thema, was auch immer sie da tut. Ja? Und eigentlich der einfachste Weg ist wirklich, du findest was über den Menschen raus. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr plain and simple. Und wenn du wirklich jetzt mit der Frau dann ein bisschen länger quatscht und du merkst dann, okay, jetzt kann es auch mal wirklich um irgendein Thema gehen, was nicht mit ihr zu tun hat, dann grundsätzlich einfach alles, was irgendwie positiv ist, alles, was sehr, sehr leicht von der Leber weggeht. Ja? Sachen wie zum Beispiel, ey, wann warst du zum letzten Mal im Urlaub? Wo warst du da? Ja? Oder was war so das Geilste, was du dieses Jahr erlebt hast? Oder was war das Coolste, was dir diese Woche passiert ist? Ne? Einfach irgendwas, was positiv ist, was so positive Sachen aus dir rausholt. Und wo es auch Spaß macht, darauf zu antworten. Ja? Nicht einfach nur so, was hast du heute gemacht? Sondern wirklich so, ey, was war das Coolste, was du heute gemacht hast? Und wenn die dann sagt, ja, ich habe nichts gemacht, dann kannst du sie auslachen und sagen, verdammt, ich hätte nicht gedacht, dass du so langweilig bist, obwohl du so cool aussiehst. Ja? Dann wird sie auch schon wieder lachen, die auf den Arm boxen müssen oder sonst irgendwas. Ja? Und du hast direkt schon Anziehung zwischen dir und ihr, weil sie merkt, du bist neckisch, du nimmst dich nicht so ernst, du nimmst sie nicht so ernst. Und das Ganze läuft gut von der Hand. Yo. Peter Pitt fragt, Matteo, geht's dir gut? Ja. Alexander GIF fragt, wenn ich eine Frau anspreche, wie schaffe ich es dann, dass sie kein Desinteresse zeigt und beim Flirten das Gespräch mit ihr am Laufen halte? Danke für deinen Rat. Okay, was ich dir von vornherein schon mal sagen kann, ist, du darfst nicht alles verkacken. Ansonsten ist es klar, dass sie Desinteresse zeigen wird, aber ich kann dich auch ein bisschen beruhigen, mein Lieber. Schau mal, du wirst niemals jeden Menschen, den es auf dem Planeten gibt, mögen. Ne? Und selbst bei manchen Frauen, wo du dir vielleicht von der
Hüfte abwärts denkst, Mann, die würde ich gerne mal mit nach Hause nehmen, ist es so, dass wenn du mit ihr sprichst, du dann doch irgendwie auch noch mit deinem Gehirn auch noch klarkommen musst und dein Gehirn sagt dir einfach nur, lauf so schnell du kannst, die ist total Banane. Ja? Umgekehrt wird das auch ganz genauso sein. Denn schau mal, selbst als normaler Typ, ja, wirst du vielleicht eine andere, normale Frau treffen, die aber einfach von ihrer Persönlichkeit in eine ganz andere Richtung geht, wo du nicht kompatibel bist und wo es einfach ein Pain in the ass wäre, bis zu dem Punkt zu kommen, dass mit ihr irgendwas laufen wird und wo du da auch gar keinen Bock drauf hast. Heißt also, umgekehrt ist das ganz genauso. Du wirst immer wieder mal Desinteresse von einer Frau kriegen. Ist ganz normal, Mann. Ja? Gehört einfach dazu. Du wirst nicht jeden Menschen mögen, nicht jeder Mensch wird dich mögen. It's part of the game. Alles cool. Ja? Aber natürlich, zu dem ersten Punkt, den ich genannt hatte, du darfst halt nicht alles verkacken. Was die meisten Männer immer wieder falsch machen oder was ich bei meiner Arbeit mit Klienten immer wieder auch gesehen habe, ist einfach, dass Kerle sich nicht die nötige Ruhe nehmen, um die Frau anzusprechen. Beispielsweise, die gehen hin und überfahren die Frau schon komplett. Ja, also erstens mal, dass wenn die Frau zum Beispiel irgendwo im Alltag unterwegs ist, ja, und vor denen geht oder denen entgegenkommt, dass sie dann, wenn sie die Frau stoppen wollen, nicht irgendwie ganz entspannt hingehen und sagen so, ey, ganz kurz, bleib mal kurz stehen, ich habe dich gerade gesehen, du gefällst mir richtig gut, ja, ganz entspannt, sondern die laufen dann dahin, laufen viel zu nah an die Frau ran, es wird schon super unangenehm. Oder sie machen sowas wie, dass sie einfach sich gar nicht diesen Moment nehmen, bis die Frau überhaupt den Fokus auf sie hat und wirklich mal wahrnehmen kann, was sie jetzt sagen werden. Und sagen dann einfach, hey, ganz kurz, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Ja, so auf die Art super, super nervös und sie projizieren quasi dann schon bei der Art und Weise, wie sie die Frau ansprechen, auf die Frau, dass die jetzt nicht stehen bleiben wird oder diese ganze Angst quasi, dass das jetzt nicht funktionieren wird. Und die Frau denkt sich dann einfach nur, okay, this is fucking weird. Ja, das ist schräg. Ich gehe mal weg. Und dann funktioniert das nicht. Ja. Ebenfalls, ganz wichtig, ist einfach, wenn du die Frau ansprichst, dass du dann nicht so dir selber im Kopf schon super die Nervosität aufbaust und dir überlegst, Mann, was werde ich jetzt gleich zu dir sagen oder wie kann ich dich jetzt beeindrucken, sondern es geht wie immer darum, dass du für dich persönlich in deinem eigenen Mindset einfach siehst, hey, du bist ein cooler Typ, ja? Wenn du es nicht bist, ändere es, arbeite dran, ja? Kann jeder schaffen. Aber sag dir einfach in dem Moment, du bist ein cooler Typ, ja? Du gehst da jetzt hin, du lernst sie jetzt kennen, du findest was über sie raus, findest raus, ob sie auch cool ist, ja? Findest raus, ob sie auch interessant ist und nicht nur heiß. Und wenn du das Denken drin hast, dann ist es ganz normal, dass du auch von deiner Art und Weise, wie du auftrittst, von deiner Stimme her, von deiner Körperhaltung her, dass du dann nicht irgendwie total nervös so oder irgendwie voll angespannt so, hey und, wer bist du? Sondern, dass du dann ganz lässig mit ihr reden kannst. Ja? Und zudem, dass auch einfach dein Augenkontakt dann ganz entspannt bei ihr sein kann und dass du nicht irgendwie so nervös in der Gegend rumwandert. Und ebenfalls auch einfach, dass du dann in deiner Stimme nicht irgendwie total unsicher wirkst und sagst, hey, also ja, ich habe dich jetzt gerade gesehen und wollte dich ansprechen, sondern dass du einfach mit ihr ganz entspannt redest. Und das sind einfach solche Dinge, die die meisten Kerle falsch machen und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das auch bei dir dann der Fall ist, wenn du gerade sagst, dass du mit viel Desinteresse zu kämpfen hast. Ich schätze mal, das ist der Grund, warum du die Frage gestellt hast. Und dann musst du einfach diese Dinge verändern. Ja. Das heißt, wenn du auf die Frauen zugehst, erstmal mehr auf Frauen zugehen, sowieso, kriegst du mehr Übung. Je mehr Übung du hast, umso lockerer wirst du bei der ganzen Geschichte, umso einfacher ist das Ganze auch. Ne? Und dann ist eben das Nächste einfach, be cool. Ja. Dann funktioniert das Ganze. Und dann läuft das auch viel, viel einfacher. Und wenn du jetzt aber persönlich an dem Punkt stehst, dass du sagst, okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit der Frau dann eigentlich genau reden soll oder wie ich das anstellen soll. Oder wenn ich dann mit der rede, ich habe dann keine Ahnung, wie das Ganze auch wirklich so aufgebaut werden kann, dass ich dann entspannt die Nummer kriege, dass ich mit ihr auf dem Date landen kann und so weiter und so fort. Ja? Dann helfe ich dir auch sehr gerne dabei. Ja? Dann ist das Ganze nämlich ein bisschen umfangreicher, als einfach nur dir auf diese Frage zu antworten. Dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass du das kannst, ja? Dass du es drauf hast und dass du das Ganze auch entsprechend richtig übst und dass du am Ende auch an dem Punkt stehst, dass du dann, wenn du auf der Straße oder irgendwo in einem Club unterwegs bist und eine heiße Frau siehst, die dir gefällt, dass du es drauf hast, dass du hingehen kannst, sie einfach ansprechen kannst und für dich gewinnen kannst. Und wenn du das möchtest, Mann, ja, dann kann ich dir sehr, sehr gerne dabei helfen. Dann bewirb dich einfach mal für ein kostenloses Beratungsgespräch und wir sprechen darüber, wie wir dich auch dahin bringen können. Und alles, was du dazu tun musst, weißt du vielleicht auch schon. Einfach hier unter dem Video in den Beschreibungstext klicken oder hier auf das i, was wir hier einblenden. Und dann können wir mal drüber reden, wie wir dich dahin bringen. Aber unabhängig davon, ob du das tun wirst oder nicht, Mann, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ansprechen von den Ladies und jo, nochmal hier die Regeln, ne? Wenn du auch in Zukunft, ja, du als Zuschauer, nicht du als Alexander jetzt gerade, wenn du auch mal willst, dass wir deine Fragen hier beantworten oder dass ich deine Frage raussuche und dir eine Antwort drauf gebe in einem Video, dann schreib es mir einfach immer unter mein neuestes Video. In den ersten 24 Stunden ziehe ich mir das immer alles rein, schaue mir das alles durch, nehme mir die besten Fragen raus und die kommen dann ins neue Video. Also, viel Erfolg bei der Umsetzung, bis dann, sehen wir uns, ciao.